Zurück bei Paper Mario 64. Hallo Leute. Wieder ihn hier. Ah, ich verstehe schon. Ja, auf der anderen Seite ist er aber auch echt dumm, oder? Ich meine, es sind doch Geister, soweit ich weiß, die alles nachmachen sollen. Mhm. Und die helfen dir eigentlich gerade. Hm. Ist auch gar nicht auffällig. Das bedeutet, weißt du, was gleich auf der anderen Seite auf dich wartet? Heißt das, die große Statue jetzt auch verschoben ist? Kiste! Das ist jetzt genau der umgekehrte Orden. Sag ich doch, der ist praktischer. Nein. Wenn ich nicht mehr so viel XP brauche, aber auf so viel Kamek habe ich jetzt keinen Bock. Du hast ja genug XP im Bosskampf. Tschüss. Ich dachte Lucky. Lucky Arthur verkrümmt. Lucky Lester. Lucky Lator. Lucky Lester noch. Lucky Lator. Der Alligator. So viele Türen, so viel Macht. Ist eigentlich mehr Arbeit wie irgendwas anderes hier gerade. Dein Ernst? Bist du winzig allein? Wie gesagt, das ist mir jetzt gerade zu viel. Wir haben kein BP, wir haben kein gar nichts. Ich will es auch nicht mit dem Gelee auffüllen, weil das kann bis zu 50 heilen. Schlüssel? Was? Ich hab mich zwar nicht bewegt, aber okay, Spiel, wenn du sagst, ich hab mich bewegt. Ja, Mario fliegt hin und wir sind dort. Na gut. Er macht den Geist unsichtbar. Dort jemand auf ein Kabel stehen würde. Ich stehe halt auf dich. Help. Da wird mir jetzt am liebsten für diesen Kommentar wieder einen klatschen, oder? Denn lieber den Wii U Stiftung kraul mich. Ihr kennt es doch, Leute, wenn mit so einem Fingernagel oder einem Stift so leicht. Langsam mit der Noten fährt. Er kann das nicht leiden, ich mag das. Oh.
Du kannst hier nicht vorbei, ohne dieses Rätsel zu lösen. Sobald du es geschafft hast, lassen wir dich weiter. Du kannst hier nicht vorbei. Ja, das sagen sie jetzt die ganze Zeit, oder was? Ich glaube, du musst... Ah. Die steht noch nicht ganz drauf. Der andere. Ja, ich weiß, ich muss sie ja auch erstmal drehen dann. Ah, so drehe ich sie. Sag mal nicht, ich muss dann gegen die kämpfen. Die sehen nicht gerade freundlich aus. Was sagen Sie jetzt? Ich rede lieber nicht mit Ihnen. Oh. Ich kann doch kurz mit Ihnen reden, wenn Sie noch da sind. Das wird mich echt interessieren. Nein, nein. So Leute, ihr wisst, was jetzt kommt. Nicht Fisch. So, jetzt geht's los. Wer ist in meine Palast eingedrungen? Mario, du bist es also endlich da? Hehehehe, du glaubst also tatsächlich, den Stern retten zu können, aber ich fürchte, ich kann das nicht zulassen. Zuerst werde ich dich besiegen und dann werde ich Bowser einen Mario auf Eis zu Geschenk machen. Es ist verstellbar, so ein Bosskampf. Und ich mag die Musik. Thank you.
Paul. Oh, da erkennt man, dass das der echte ist. Okay, wir nehmen mal einen Ahornsirup. Ein Jelly Royale meine ich. Er sagt mal wieder was. Mann, wenn der Mario die ganze Zeit einen Fritt, bringt das nichts. Ja. Ja gut, du machst ihn trotzdem kontinuierlich Schaden. Ja, aber er heilt sich auch immer wieder für 20, ne? Gut. Du machst trotzdem kontinuierlich Schaden, du machst mehr als 20. 5. Du machst 20. Auch manchmal, du machst 5. 3, das bedeutet, du machst ihn immer in jeder Runde 3 Schaden. Hä? Ja. Wenn ich ihm 15 Schaden mache. So, jetzt hast du jetzt schon 15 Schaden gemacht. So, der zahlt er sich wieder für 20. Sprich, er hat 5 plus. Jetzt friert er dich ein. Ja, jetzt macht er aber gleich wieder seine Heilattacke. Ja, weil du mit Mario nicht an. Du kannst auch mit der Hand. Weil ich mich verklickt habe. Entschuldigung, dass ich mich verklicke. Der zahlt das. Nee, er hat sich nicht. Aber da noch keine 20 Schaden gekriegt hat. Es sei denn, das Ganze zu passen, es heilt sich automatisch, sobald er 20 Schaden hat. Dürfte Mario aber mal echt uneingefroren bleiben. So, jetzt hast du 23 Schaden gemacht. Und er heilt sich nicht. Diesmal. Aber er hat mich auch gleich besiegt. Du hast doch noch Lebenspilze. Ja und, aber ich meine bloß, er hat mich gleich an sich besiegt. Und zwar. Ja, er fliegt. Er fliegt meine Runde.
Forschung. Gibt BP und Leben. Na, endlich! Und ein wunderschönes Level ab. Oh nein, der letzte der hohen Sterne, König Bowser, vergibt Mühe. Ha! Bowser, dein hast du nicht geeignet. Wir haben alle hohen Sterne. Hat er ein Hitlerbärtchen? Das ist zwar sein Mund, aber okay. Freestar, der letzte der Sterne, wurde von Mario. Oh, hör doch auf, wenn ich das vorlesen will. Wir sind hier in einem RPG, wir haben gesagt, wir lesen die Texte vor. Speichern und weiter im nächsten Part.